Frau Ministerin Steffen, liebe Barbara, sehr geehrter Herr Rippe, meine Damen und Herren, ich mache folgenden Vorschlag. Sie haben gerade gesagt, Sie möchten nachfragen. Ich werde die Rede, die ich vorbereitet habe, einfach Herrn Herterbech geben. Ich bin nicht fertig, keine Sorge. So schnell geht's nicht. Also wenn Sie einem Politiker ein Mikro geben, will er schon Botschaften los. Ja, Sie haben auch gesagt, ich soll was sagen, aber die lange Rede werde ich Ihnen geben und die können Sie dann im Internet lesen, damit Sie den Fragen, also Barbara Steffens, mir und anderen Fragen stellen können. Lassen Sie mich folgende Botschaft sagen. Das ist ein guter Tag für Deutschland und für Nordrhein-Westfalen, weil mit der Studie wir in der Lage wären, wenn Sie alle das wahrnehmen aus Nordrhein-Westfalen, die davon betroffen sind, dass wir eine Ist-Beschreibung machen können. Und dass wir da was haben, was niemand leugnen kann. Und deshalb ist das ein guter Tag, dass das erstmal möglich ist. Denn wenn was geschrieben ist, der persönliche, individuelle Bedarf und der von einem Ministerium im Auftrag gegeben wurde, dann ist das ein offizielles Dokument später. Und dann können wir damit arbeiten und auch Forderungen stellen. Und meine Damen und Herren, ich sitze ja vom Berufs wegen, ich heiße ja, habe so einen ganz langen Titel, der heißt zwar Beauftragter der Landesregierung, aber vom Gesetz her sitze ich zwischen den Stühlen. Und insofern lassen Sie mich Folgendes sagen, von der Seite des Stuhls der behinderten Menschen in Nordrhein-Westfalen, eine Ist-Beschreibung hat großen Wert. Sie ist nicht wegzudiskutieren. Sie ist auch für Leute, die an der Verursachung eines Problems beteiligt waren, oder Institutionen oder Firmen, nicht wegdiskutierbar. Auf dieser Basis können wir ganz anders politisch handeln und Forderungen stellen. Und deshalb ist es ein guter Tag. Meine Damen und Herren, Johannes Rau hat mal folgende Begebenheit gehabt. Er hat über Behindertenpolitik eine Rede gesprochen, und zwar in den 60er Jahren. Und dann ist nach der Rede ein kleines Mädchen auf ihn zugekommen und hat ihm gesagt, wollen wir nicht Freunde sein? Ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie du. Und dann hat sie ihm die Hand entgegengestreckt. Die Hand war aber nicht an einem langen Arm, sondern ohne Arm direkt am Körper. Ein kontergangbeschädigtes Kind. Und Johannes Rau hat in seinen Rückblicken gesagt, ich konnte noch so tolle Worte über Behindertenpolitik reden, aber da wurde ich direkt mit einem Problem konfrontiert, was mir vorher noch nie so geschehen war. Und das hat ihn stark bewegt, so hat er zumindest später gesagt. Meine Damen und Herren, wir stehen 50 Jahre, also ich bekenne mich zu meinen 50 Jahren, ich bin genauso alt, noch nicht alt, also ich bin gleicher Jahrgang wie viele von Ihnen, nämlich 61, und habe auch Glück gehabt. Und ich bin gerne bereit, mit Ihnen zusammen in den nächsten Monaten und Jahren das Problem Kontergan und die Verantwortlichkeiten, aber auch Lösungen an Handlungsansätzen mit Ihnen gemeinsam zu Lösungen heranzuführen. Und dazu gehört auch die aktuelle Diskussion, meine Damen und Herren. Wie bitte? Ich bin schwerhörig. Sie müssen, ich habe das nicht verstanden, wenn mir das jemand laut sagt. Das Mikro rauscht immer ziemlich. Das liegt daran, dass ich das in der Hand habe. Und mache ich das so? Also falls es zu leise ist, Hand heben. Ja. Nee, ist gut. Jetzt besser mit dem Rauschen? Ja. Okay. Bei dieser Diskussion individueller Hilfebedarf und Lösungsansätze ist für mich ganz wertvoll, die Diskussion um ein einheitliches Bundesteilhabegeld und das an den individuellen Bedürfnissen der Personen, der behinderten Personen ausgerichtet ist. Und auch da wird die Studie uns helfen zu hinterlegen. Meine Damen und Herren, wir stehen vor dieser politischen Diskussion. Wir werden zum Ende des Jahres oder zum Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich einen Vorschlag der Bundesregierung haben, weil die hat zugesagt, dass die Reform des der Eingliederungshilfe in dieser Legislaturperiode anpacken will und ein Gesetzesvorhaben auf den Weg bringt. Und ich baue darauf, dass Sie uns begleiten, und es ist gut, dass Nordrhein-Westfalen im
Koalitionsvertrag gesagt hat, dass sie dieses Bundesteilhabegeld bzw. den Gedanken wieder anpacken möchte und das beim SPD 9 angegliedert. Insofern, meine Damen und Herren, brauchen wir Ihre Begleitung und insbesondere deshalb, weil im Juni das Kabinett über den Aktionsplan inklusive NRW bescheiden wird. Das heißt, sie wird der Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen sagen, wann möchte sie welchen Schritt der Gesellschaft gesetzlich oder verordnungsmäßig anstoßen, der dazu dient, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Ich weise jetzt schon darauf hin, meine Damen und Herren, dass wir dann zusammen, wir behinderten Menschen in Nordrhein-Westfalen, der Regierung dann Beistand geben müssen. Und zwar Beistand in dem Sinn, dass wir nicht applaudieren nur, sondern dann ganz eindeutig sagen, das, was du bei dem Schritt vorhast oder bei dem Schritt vorhast, das muss so und so sein oder da können wir uns so und so einbringen. Insofern, meine Damen und Herren, wir haben viel vor und ich freue mich auf Ihre Begleitung und den Rest können Sie dann im Internet lesen. Ja.